Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu Until Dawn. Wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge von Until Dawn, Leute. Ja, und wir machen genau hier weiter. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, kann sich gerne noch anschauen. Das schaut in die Playlist. Das sind alle Folgen, wo bis jetzt online kamen. Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Chris muss unternehmen. Das sind süß zusammen. Schmeichelt. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis, und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Schluss mit seinem hübschen Scheiß, aber sieht super aus, Leute. Okay, sonst ist hier nichts. Gut, dann gib mir den Keller. Weißt du, Sam? Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Seltsam zurück zu sein. Wir sind für dich da. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Okay. So geil. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Baseball im Schnee? Ist das deiner? Was macht der denn hier? Ist das deiner? Klar. Ja, ich habe früher immer mit Dad Baseball gespielt. Aber das war, bevor er keine Zeit mehr hatte, was mit mir zu machen. Ach, erzähl's deinem Friseur, stimmt's? Okay, mal sehen, was ich mit diesem alten Heißwasser... anstellen kann. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Okay.
Was war das? Was war das? Okay. Was war das? Hinten ist ein langgerannt. Was? Junge! High five. Yeah. Ich hab ja schon keinen Bock mehr in diese Form. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Mach einen Streich. Josh, ohne Scheiß jetzt. Da hinten ist etwas. Okay, Punkt. 30-0. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung. Aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Ja, genau. Rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Hm. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Alter. Oh, die hat mir noch gefehlt. Warum? What the fuck? Was liegt da rum? Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Boah, was ist das? Schlange! Junge! Was ist das für ein Psycho? Ja. Ist das wahr? Aber
Das zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Boah. Eigentlich beides, aber Ehrlichkeit ist... Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Was? Nächstenliebe? Hey, Junge, was sind das für Fragen? Ehrlichkeit, sorry, Mann. Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Oh nein, nein. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Ja, zum Glück, verpisst. Wir sehen uns bald wieder. Nein! Verzeihung. Was bisher geschah bei Until Dawn? Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo, da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom, Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte, hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow? Hört auf, Mike. Sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit den... Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.